Reit, hier, nimm mein Geld und halt die Fresse und auf geht's. Ja. Das hier. Also wir müssen mehr als 49 Sekunden am Ende auf der Uhr haben, das sollte eigentlich machbar sein. Jetzt, wo wir mit dieser Umgebung vertrauter sind. Und ja, was sagte ich denn genau? Smash Bros. Ja, die wäre doch ein toller Charakter für Smash Bros. Weiß zwar nicht, ob sie vielleicht noch für das kommende Spiel angekündigt wird. Wäre ja durchaus möglich, dass da noch was im Busch wäre, weil das die Fortsetzung zu diesem Spiel Shantae and the Pirate's Curse, die kommt ja im Herbst diesen Jahres für 3DS und Wii U raus. Und vielleicht ist da ja noch was möglich. Wäre doch sehr cool. Au, das ist nicht so cool. Sind da eigentlich noch ziemlich gut in der Zeit. Obwohl beim letzten Mal sah es, glaube ich, ähnlich aus. Da habe ich aber in der letzten Ebene recht viel Zeit verspielt. Oh Gott. Scheiße. Wo wir gerade über Zeitverspielen reden, ne? Dieses noch so schöner Anfang. Let's attack aggressively. Ich glaube, wenn wir unsere noch ein weiteres Mal aufgewertet haben, dann sollten wir uns mal um diesen Zauberspruch hier kümmern. Der ist sehr, sehr nützlich. Ebene 16 war schon, das sieht doch gut aus. Ich habe so quasi im Urin, dass wir unseren alten Rekord pulverisieren werden. So wie diese an Land lebenden Meerjungfrauen. So sehen die irgendwie aus. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur meine komische Fantasie, aber warum sollten diese Meerjungfrauen nur an Land leben? Naja, vielleicht gibt es ja auch noch Unterwasser. Oh, je, je. Unterwasserlevel, wo sie dann irgendwo umher schwimmen. Ist ja noch schräger, als die leben ja auch teilweise in der Wüste. Naja. Soll uns eigentlich aber auch nur recht sein, denn da sind sie nicht so gefährlich für. Na toll. Für uns wollte ich sehr nach der Kacke. Ach, Mist. Hat sie mich doch noch erwischt. Naja. Wie schon gesagt, wir brauchen die ja nicht so sparsam mit Energiehaushalt. Wir kriegen ja eigentlich relativ großzügig neue spendiert. So, und das ist der vorletzte Raum.
hoffen, wir haben noch gut Cash dabei. Wahrscheinlich noch mehr Cash, als wir überhaupt hier als Preis kriegen würden. Ich weiß auch gar nicht, das letzte Raum im Fall. Ich wollte sagen, ich weiß gar nicht, wie das hier ist, wenn wir sterben, aber ich schätze mal, dass wir beim letzten Speicherpunkt anfangen und es keine Checkpoints gibt, weil sonst hätte uns der Türsteher hier ja nicht so gewarnt davor, dass wir unbedingt vorher speichern sollten. Ah! Was passieren sollte, was mit dem Boden fest verankert oder sonst wo, dann sollten die eigentlich gut durchkommen mit einem neuen Rekord. Komm, jawohl, 1,58, das ist über eine Minute besser. Kann sich sehen lassen. So, und jetzt hoffe ich für die Freunde hier, dass wir einen guten Preis kriegen. Ah, eine große Truhe, das... Jawoll! Magic Jam! Und wir kriegen nochmal dieses Siegel. Heißt das, wir haben jetzt schon alle drei? Das wäre mal was. Ja, ich glaub's aber nicht. Denn wir sind ja eigentlich noch auf der Suche nach Kaffee und diesem Hypno-Baron. Mal sehen. Sieht aus, als hätten wir einen Gewinner. Genieße deine Preise und komm bald wieder hierher zurück. Ja, muss ich mir überlegen. Ich gehe jetzt erstmal feiern und trinke Marmelade aus dem Glas. Ah, haben wir sie endlich gefunden. So, jetzt fehlt uns ja eigentlich ja nur noch, dass wir hier irgendwo diesen komischen Monkey Dash auftreiben. Au. Au. Verdammte Fledermaus. Naja, gut. Aber ich würde sagen, machen wir uns erstmal wieder auf den Rückweg. Also, wir könnten uns vielleicht auch nochmal wieder baldiger Bell im Wald umsehen. Dort sind ja eigentlich auch noch viele Wege. Moment mal. Ich schau noch mal kurz hier rein. Genau, ach, hier war dieser Durchgang. Kann ich hier zufällig... Upsala, falsche Taste. Ich wollte sagen, kann hier nicht zufällig mit dem... Ach, shit, was war das denn? Mit dem... Ah, nee, können wir leider nicht. Oder? Wenn wir nagelnd hier an der Klippe stehen. Nee. Ah, ne, das haben wir auch schon probiert. Verdammt, ey. Ah, vielleicht brauchen wir ein Upgrade von dem Feuerball. Vielleicht könnte das funktionieren. Vielleicht schießt er dann, ich glaube, die Symbol, aber beim Laden, da hat er schon angezeigt, dass der mehrere Feuerbälle verschießt. Dann könnten wir die möglicherweise, dann würden die möglicherweise weiter nach unten auf diese Plattform zu steuern, was uns darüber helfen könnte. Klingt endlich mal wie nach einem guten Plan. Da würde ich mal schon fast so sagen. So, euch lasse ich jetzt mal. Man muss ja nicht mit jedem spielen.
Und mir fällt irgendwie auf, dass so im Laufe der Zeit irgendwie Gegner aus anderen Gebieten ihren Weg hierher finden. Wie diese großen Steintypen da. Und die Fledermäuse hier. Ja, genau. Sind wir wieder in der Stadt und auf zum Händler. Der war hier, oder? Jo. Welcome! So, jetzt mal hier Super Silky Cream. Ja, her damit. So. Ja, und jetzt kommen noch ein paar Potions und da der Feuerball. Da brauchen wir auch wieder Marmelade für. Oh, und das fühlt sich richtig gut an. Jetzt können wir richtig mit ordentlich Schmackes unser Haar durch die Luft fliegen lassen. Damit sollten wir gut Schaden machen können. Und ein wenig resistentere Gegner noch schneller verprügeln können. Fühlt sich gut an. Ach, jetzt ist dieser Kerl auch noch hier. Ja, großartig. Eine Höhle. Ich glaube, hier waren wir schon... Nee. Nee, gar nicht. Aber hier können wir endlich etwas ausrichten. Geil. Und Marmelade? Marmelade. Magic Jam. Oh yeah. Jam. Mother. Mother. Und das heißt, ich gehe noch mal eben schnell wieder zurück. obwohl... Stadt hin kommen wir nicht. Das ist eher noch weiter weg. Naja, gehe ich nochmal eben zurück und führe ein weiteres Upgrade durch. Hier eine Zaubersprüche. Denke mal, könnte nicht schaden, das Upgrade in den Feuerball zu investieren und dann nochmal diese eine Höhle da aufzusuchen. Möglicherweise ist da dann auch schon der Special Move versteckt für den Affen. Den Monkey Dash. Andererseits... bin ich hiermit eigentlich... mehr zufrieden. Muss ich auch wiederum sagen. Ja, kümmern wir uns dann später drum. Ich denke mal, im Wald war eh noch genug und ja. Egal. Vielleicht können wir zur Not nochmal durch den Turm gehen. Nein. Ich denke, da im Wald sollten wir genug finden. Da waren ja noch einige Durchgänge da auf den linken und rechten Seiten der jeweiligen Ebenen dort. Und also vielleicht können wir mit dem Feuerball diesen Plattform auch gar nichts anhaben. Ich habe es noch gar nicht probiert. Ansonsten wüsste ich eigentlich nicht. Standardmäßig die so häufig einzusetzen. Aber sehen wir mal. Unsere nächste Investition tätigen wir dann in den Feuerball.
vorne ist. Überhaupt kein Problem mehr, die so in Sekundenschnelle wegzuhauen. So, da gibt es dann diese Tür mit dem Schlüssel. So, jetzt hier links.